Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute wieder bei den Verbraucherschützern in Hoyerswerda. In diesem Jahr stehen ja hier die Hülsenfrüchte ganz oben auf dem Plan. Dazu jetzt an meiner Seite Silvia Melde, Ernährungsberaterin. Ja, Frau Melde, wie sieht's denn aus? Welche Hülsenfrüchte stehen diesmal an? Diesmal haben wir mal die schwarzen Bohnen in den Vordergrund gerückt. Jetzt, wo so die kalte Jahreszeit ist und man immer mal ein bisschen friert, haben wir mal einfach so ein paar feurige spanische und südamerikanische Gerichte gezaubert, damit uns ein bisschen warm wird unterm Herzen. Das klingt doch nicht schlecht. Was muss ich so beachten? Einkauf, Zubereitung, Lagerung? Also schwarze Bohnen sind ja eigentlich aus Südamerika, gibt es aber zunehmend auch bei uns in den Supermärkten. Man muss gucken, wenn man eine Büchse kauft, die ist gleich küchenfertig. Und wenn man getrocknete Früchte kauft, die muss man über Nacht erstmal einweichen und dann nochmal 60 Minuten kochen. Ist also ein bisschen Aufwand, aber in den Büchsen, die sind auch in Ordnung, die kann man also verwenden. Und ansonsten, ja, die schmecken ziemlich würzig, sind ein bisschen süßlich, mehlig aufgrund des hohen Stärkegehaltes und enthalten wie alle Hülsenfrüchte viel Eiweiß, viel gute Kohlenhydrate und sind ganz einfach gut. Gibt es denn ein Rezept, was Sie uns ganz kurz erklären können? Kann ich. Und zwar die mexikanische Tomatensuppe mit schwarzen Bohnen haben wir gemacht. Da brauchen wir also Tomaten, schwarze Bohnen, Knoblauch und eine ganze Menge Chili, weil es soll ja ein bisschen feurig sein und ein bisschen scharf. Gemüsebrühe brauchen wir noch, Knoblauch. Alles wird in einen Topf gegeben und wird dann ungefähr 30 Minuten geköchelt. Und die genauen Zutaten und die Zubereitung können die Verbraucher bei uns hier in der Beratungsstelle gerne sich als Faltblatt abholen. Es bleibt ja für dieses Jahr nur noch eine Veranstaltung übrig. Im Dezember gibt es einen Ausblick? Ja, den gibt es. Leider ist es schon die letzte Veranstaltung. Die wird aber diesmal schon am 14.12. stattfinden, aufgrund der ganzen Weihnachtsvorbereitung, die dann die Familien auch haben. Und dann auch wieder zwischen 10 und 12 Uhr. Und da geht es dann um Adventsbäckerei, mal diesmal mit Erdnüssen und mit Tonkabohnen. Also können sich die Verbraucher auch wieder freuen auf, ich denke mal, leckere Gerichte. Frau Melde, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne.